Hallo und herzlich willkommen zu Summoner's War Chronicles. Heute mit einer weiteren LD-Beschwörungsrunde. Ja, neues Glück, neuer Versuch. Wir können uns noch sehr gut an unsere letzte LD-Beschwörungsrunde erinnern. Diesmal sind es 107 LDs, die ich mitgebracht habe. Das ist mein Account diesmal. Deswegen wünsche ich mir selber sehr viel Glück, weil ich auch nicht so der Lucky Lucky bin. Wir kommen auf leider. Ich habe jetzt gerade eben noch mal gerechnet, wir kommen auf noch eine 4- bis 5er-Rolle. Und hier habe ich 8. Hier habe ich 8. Hier, 4. 4, 8. Dann sind wir, also wir bekommen eine Safe 5er. Tatsächlich. Und ich habe 30.000 Kristalle. Ist nicht gerade viel. Müssen wir aber mit auskommen. Und jetzt juckt mir die Nase. Alles klar. Das heißt, der Glück ist nicht auf meiner Seite. Wir fangen jetzt einfach an. Wir machen durch, weil ich finde das so ganz, ganz, ganz schlimm. Ja. Ich hoffe nicht, dass ein Doppelter kommt. Weil ich bin es, also das letzte Mal, das hat mich echt mitgenommen, muss ich mal so sagen. Das hat mir richtig Albträume beschaffen. ja. So. Bitte, 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 bitte. Also, von den Vierern brauche ich den Lichthaken. Das ist so, wo ich eigentlich immer drauf warte, dass der kommt. Sonst weiß ich gar nicht. Ich habe irgendwann mal was gesagt. Jultan und sein Bruder, der Licht. Ich weiß nicht, ob ich die habe schon mittlerweile. Aber glaube, einer von den beiden brauche ich definitiv. Oder ich brauche beide sogar noch. Ich nehme alles, was neu ist. Was nicht doppelt ist. Ja. Viele warten jetzt mit der Beschwörung, weil sie Angst haben, noch die Lichtfee zu ziehen. Also warten sie lieber mit ihrem Kreuz, bis sie die haben, dass sie ihn obtain können. Aber mein Gott, würde ich sie jetzt ziehen, dann würde ich sie auch bauen, weil ich die einfach mega cool finde. Ich kann drei Monster machen. Könnte ich. Ein Wunschmonster an sich habe ich jetzt genug. deswegen sage ich das auch nicht, weil ich würde wissen, wenn ich das jetzt sagen würde, dass die niemals im Leben kommen würden. Also wenn mal eins ich ziehe, was ich mir gewünscht habe, dann ja. Der eine oder andere weiß ja schon, was ich haben will. Ja, das ist so das Traurige. Ich wünsche mir halt auch nach Optik manchmal, ne? Ich wünsche mir jetzt nicht immer nur so, ne? Ja. Ich hoffe nicht, dass jetzt ich hier 107 Rollen durchballer und hier kein einziges LD kommt, weil dann bin ich so ziemlich frustet. Ich glaube, dann ist die Beschwörungsrunde doch schlimmer als die letzte davor. Oh, ich gucke mal oben zu den F. Ich will es gar nicht sehen. Ey, es kann jetzt ruhig langsam losgehen. Ne? Also wenigstens ein lila Strahl, ne, wäre so jetzt so geil, weil dann würde ich halt wissen, okay, es fängt jetzt an. Jetzt kommen so langsam die Fünfer aus ihren Nähkästchen, aber die wollen nicht aus ihren Nähkästchen kommen, ne? Ich kriege gerade so übrigens eine 4- bis 5-Sterne-Rolle nicht. Ich glaube, ich müsste 3 oder 4 Lichtrollen mehr haben. Was ich eigentlich ein bisschen schade finde, aber ist egal. Ich habe gesagt, ich öffne jetzt. Also öffne ich auch und habe mir das vorgenommen, weil ich auch noch nicht meinen Segen benutzt habe. Diesen Monat. Der Monat neigt sich langsam zur Neige. Deswegen, ja, muss das jetzt einfach passieren. Weil, wenn ich hier jetzt was ziehe, was ich im Segen rein mache, okay. Wenn ich nichts ziehe, dann auch okay. Dann wird
irgendwas anderes in Siegen reingesetzt, was ich halt eventuell mehr brauche. Oder noch bauen möchte. Ich habe genug Wunschmonster, so ist nicht. Ja. 107 Rollen, einfach nichts. Nein, schätzungsweise, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir waren vor 40. Jetzt sind wir bei 60. Sind wir jetzt schon bei 20 Rollen? Ja, ich glaube ja. Also 20, 21 Rollen. Also eigentlich ist es noch gar nicht weit, ne? Aber das macht mich so saunervös, wenn dann nichts kommt. Ich sag mal, ich kriege einen Safe 5er heute. Also wenn alles keine 5er werden, kriege ich einen Safe 5er. Das ist natürlich das Geile, das, was es hier in diesem Spiel gibt. Ich spiele ja seit Jahren schon Sky Arena, da habe ich noch kein einziges LD. Vielleicht sollte ich da auch mal Videos drüber machen, wie ich da Rollen öffne. Aber sonst... Ja... Das schon so ein bisschen. Oh. Oh, das ist oh. Keiner kann meine Kampfkünste übertreffen. Ah, den haben wir doch in das letzte LD-Video auch schon gezogen. Ja, ist neu. Ist okay. Ich nehm's an. Hey, wenigstens kein Doppelter. Also ganz im Ernst. Kung Fu Panda, here we go. Weiß gar nicht, ob ich genug Dupes hätte, um ihn auszuskillen. Weiß nicht, ob ich ihn jetzt unbedingt bauen würde. Oh, da habe ich noch drüber geredet in dem letzten LD-Video. Da habe ich noch gesagt, wenn ich den jetzt ziehen würde, weiß ich nicht, ob ich ihn bauen würde. Ist immer noch der gleiche Hintergrund. Schwierig, schwierig, ganz, ganz schwierig. Später ja, jetzt aktuell glaube ich eher... Ah, ich weiß es. Ich muss gucken. Gucken, wer da noch ist. Ich weiß noch, dass ich den einen Drachen noch bauen möchte. Oh, das ist die erste 4 bis 5er. Was wollte ich noch bauen? Ja. Ich glaube, eine der Beastweilerinnen eventuell noch. Weiß gar nicht, ob ich Barbara fertig hatte. Ja, ich habe ja mit Savannah angefangen. Da hatte ich ja die dunkle Beastweiterin, die habe ich gebaut, weil ich die cool fand. Ich finde die allgemein cool. Habe ja auch den Skin gekauft. Ein bisschen Fanservice geleistet. Aber sonst... Oh, das ist sau schwer. Die Entscheidung fällt mir echt schwer. Ich finde ja auch fast den in Licht besser. Aber ich bin Orbia. Ich weiß nicht, ob der so... Ja, ich müsste mir denn von denen, die haben, auf jeden Fall ein bisschen Input reinholen, wie man den bauen sollte oder möchte, könnte. Hast du nicht gesehen. Ich mag meinen Feng Yan, ich mag den super, super gerne. Aber der ist auch kein Dings. Das Problem an ihm ist, was ich sehe, ist, dass er ein Assassine ist und nicht irgendwas anderes. So. Naja, mal gucken. Wir können ja das später nochmal ein Video zu machen. Welche LDs ich gebaut habe. Und welche nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich ein LD habe, was ich nicht gebaut habe. Ja, ich habe eins, was ich nicht gebaut habe. Und zwar immer noch der dunkle Raven. Der steht eigentlich bei mir auch noch auf der Liste. Ich finde den so mega cool. Aber weil immer irgendein anderes Monster dazwischen gekommen ist... habe ich den immer weiter nach hinten verschoben. Den dunklen Affen habe ich mittlerweile gebaut, weil ich das Emblem für den gezogen habe. Und da habe ich gedacht, ja, komm, jetzt muss es bauen. Ich glaube, das habe ich dreimal sogar gezogen. Da habe ich gesagt, ja, okay, jetzt muss es bauen. Der will gebaut werden. ja. Oh. Naja. Wie viel sind wir? Schätzungsweise. Also ich habe ja gesagt, die zweite Rolle schaffe ich nicht ganz. Also rund 50 haben wir noch. Aber es ist schon krass. Ich hasse das allgemein. Weiß nicht.
Also die Scrolls öffnen ist das Schlimmste. Oh, das Schlimme ist, ich habe noch einen Account vor mir, den ich öffnen muss die nächsten Tage. Ah, ich finde das so schlimm. Es ist so. Ah, vor allen Dingen, wenn dann wirklich Doppelte kommen. Wenn dann Leute kommen, die man, wo man sich entscheiden muss. Also so, wem man obtaint. Das war, also das letzte Mal, das war schon hardcore. Also, das werde ich nie vergessen. Ah. Ja, so um die 40 müssten es noch sein. Also bis ungefähr 60 müssten wir kommen und danach weiß ich nicht, wie viel. Also damals hätte man sich darüber gefreut. Oh, Dark Up hier, yeah, geil. Ich warte tatsächlich auf Dover. Weil man den ja auch als Verwandlung hat, ne? Aber der ist mir einfach nicht gegönnt. Es ist bald wieder eine Dingsänderung in diesem Garten da. Da soll wohl ein 4-Sterne-Licht kommen. Ich hoffe, es ist Dover. Naja, mal gucken. Habe ich jetzt schon so oft gehofft und seitdem war es nie. Oh, ich bin noch nicht so ganz abused. Ich bin, also mich macht das gerade so ein bisschen traurig auch. Oh, ich hätte einfach gerne mal öfters so Lichtstrahlen. Also wenn ich denn das so mit anderen, ich gucke im Discord ganz oft bei anderen zu, wenn die beschwören und dann was da abgeht, ne? Wie viel lila Wolken die haben und oh, dann denke ich mir so, wow, geil, yeah, wow. Und ich einfach nur so, Ja, Ich bin da so ein bisschen geknickt drüber. Vor allen Dingen, was für geile Monster die manche da Leute da ziehen, ne? Da denkst du dir echt so, what the hell, ey? Ja, es zieht sich. Es zieht sich und es ist. Ach komm, also ein schönes Monster will ich jetzt ziehen, weil so ganz abused bin ich von den Panda nicht, weil. Oh, ich weiß es nicht. Oh, vor allen Dingen, weil ich wirklich über den geredet erst neulich habe, wenn ich den ziehen würde, ob ich den bauen würde oder nicht. Ich finde das so schlimm. Warum genau er? Nee, ganz schlimm. Ja, so rund 20 sind es noch. Es ist echt so 107 und 1. Ey, ganz im Ernst. Also ich sehe das so, jeder 50. kann ruhig ein Dings kommen. Also das ist so. Ja, es ist so bedrückend einfach. Naja, ist dann halt so. Wenn ich so keine zwei Dupes, wovon ich nicht genug Kristalle habe und nur einen obtain kann. Ah, das werden wir nie vergessen. Dann den, obtain wir den anderen und kriegen den anderen nochmal doppelt, den man extra gelassen hat. Ah. Das ist schon mega hardcore. Ja, jetzt sind wir aber bald zu Ende, ne? Meinetwegen kann er jetzt hier noch mal einen Blitz rausreißen.
Es sind auch extrem wenig 4 Sterne gekommen, ne? Der weiß ganz genau, der Dude, was ich auf der Bank zu liegen habe. Das ist das, was ich denke. Der weiß ganz genau. Nee, dir gebe ich das nicht. Du hast noch so viel LD-Scrolls. Aber mit ganz viel Pech kann in diesen 4 bis 5 Sterne-Rollen kein Fünfer drin sein. Mit ganz viel Pech. Und dann deinstalliere ich das Spiel. Na, ich krieg noch einen Safe 5er. Und dann, wenn das noch so ein Kobold-Bomber ist, dann, keine Ahnung, dann bin ich so. Yeah. Ah. Oh, und das könnte der letzte sein. 107 Rollen. Ein einziges Fünfer. Okay, eine ist noch. 107 Rollen, ein einziges Fünfer. Wird das jetzt immer wieder sein? Oh, ist noch eine. 107 Rollen, kein einziges Fünfer. Ich traue mich schon nicht mal mehr hinzugucken, deswegen gucke ich schon, ah, da ist es. Oh. Gleich auf 4 Rollen fehlen. Ach, das ist doch traurig. So. 5 Stück. Hier habe ich 4. Ja, ich bin ein bisschen geknickt. Also, das ist so ein bisschen, ja. Wir starten einfach. Es fängt schon an und das ist so, oh, ich hasse es. Ich habe da schon mal einen öffnen gesehen, der hat wirklich hintereinander nur 5er gekriegt. So, da ist meine Safe 5er. Da ist mein 5er. LT, was ich kriege. Also für den Account lohnt sich das fast nicht, LDs zu sammeln. Es ist echt schlimm. Übrigens habe ich gerade die Lichtewige Priesterin. Ich habe jetzt ihr Buch fertig. Ich müsste sie jetzt auf 14 haben. Ey, jetzt. Das ist Mobbing auf höchstem Niveau. Jetzt müsste das mein letzter. Ich bin sauer. Mann, bin ich sauer. Wir öffnen jetzt einfach die, ohne drüber nachzudenken. At last, the moment of judgment has arrived. Was habe ich in meinem Dings-Video gesagt? Wenn ich den sehe, renne ich mit denen rum auf der Map und den baue ich. Weil die noch nicht so viele haben. Okay, 2 LDs. Also ich muss sagen, ich bin trotzdem sehr traurig. Ich bin froh, dass das jemand ist, der, wo ich mitgehen kann. Aber bei einfach so vielen 4 bis 5er Rollen habe ich mir mehr erhofft. Also ganz im Ernst. Also das ist echt traurig.
Hier fehlen vier, dann hätte ich noch mal eine. Hier fehlen drei. Dann hätte ich noch mal einen Safe-Fünfer. Bei neun, vier bis fünfern habe ich kein einziges LD5 rausgekommen. Kein einziges. Das musst du dir mal auf die Zunge zergehen lassen. Klar kriegt man bei 10, 4 bis 5er Rollen eine Safe LD5, aber trotzdem. Dieser Account ist einfach so was von grottig. Verflucht einfach. Ja, der Defee ist geil, mag sein, aber es ist einfach. Geht gar nicht. Ich bin enttäuscht. Ja, weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Freue mich über meine Fee in Licht. Und bis dann. Und ja, lasst einen Daumen hoch da zum Trost. Bis dann. Tschüss.